Das hat nicht so funktioniert. Vielleicht bei den Zeitungen irgendwas im Rückgabeschacht? Eigentlich Diebstahl. Mal gucken, wenn es nachher noch liegt, dann haben wir es gefunden. Verdammt. Ich wollte doch jetzt nicht, das wollte ich doch. Oh, guck mal. Oh, das ist so gemein. Bestimmt werden wir rausgeschmissen. Ich habe Hunger. Hätten Sie vielleicht irgendwas für mich? Betteln? Nicht bei mir hier. Bitte. Bitte, es ist so kalt. Und ich... Mach dich vom Acker, Herzchen, sonst rufe ich gleich die Cops. Baby, willst du ein paar Dollar extra verdienen? Vielleicht habe ich da was. Was soll ich dafür tun? Ich finde, ich tue dir einen Gefallen und du tust mir einen Gefallen. 10 Piepen und dann kommst du kurz mal mit mir. Ich brauche deine Knete nicht, Arschloch. Die kannst du dir in den Arsch stecken. Okay, also beim Betteln, bei Betteln kann man den Stolz runterschlucken, bei sowas, okay, das war das falsche Wort, Entschuldigung, bei sowas aber überhaupt nicht. Sorry, nein, never ever. Hey. Gehört die dir? Ja, aber heute frieren einem die Finger ab, habe es gerade mit Spielen versucht. Willst du es versuchen? Nimm sie ruhig. Ja, klar. Komm schon, wenn du spielen kannst. Mit Handschuhen bestimmt schwierig. Achso, ich muss spielen. Jetzt zurücklehnen. Sorry, eyes. They cut through the bone. Make it hard to leave you alone. They leave you here. Your wounds, waving your guns at somebody new. Oh, baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're a lost cause. Tired of fighting, yeah. Tired of fighting. Fighting for a lost cause. Dürfen wir das nehmen oder ist das jetzt seins? Das ist die Frage. Ist das okay? Wir brauchen nur 5.
Nein. Danke. Haben wir genug? Wir haben genug. Wir haben genug, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Los, sehen wir, wie es denn geht. Oh, bitte sag mir, dass es ihm gut geht. Okay, Gott sei Dank. Wie läuft's denn? Nicht gut. Du? Heilige Scheiße. Jody, woher hast du so viel Geld? Gefunden. Da war ein Kerl mit einer Gitarre und... Ich spiele Gitarre und ich hab was gekriegt. Oh, wow, das ist super. Das ist wirklich super. Warte hier, ich hole uns Essen dafür. Ich will keinen Ärger. Ärger? Ärger? Das ist so respektlos, alter Mann. Sind wir aus wie Ärger etwa? Oh, komm schon. Willst du das essen? Ja, ist schon dabei, Mann. Oh, fuck. Los, los, los. Hin. Ich bin da. Heu eingeklappt ist. Haut ab, dann passiert euch nichts. Schaut mal hier. Der alte Opa hat eine kleine Freundin. Was laufen wir? Los, demonstrieren wir ihm, was wir mit kranken, verschissenen Miststücken tun. Später, Mist. Schalt dich, hau ab! Hey. Wie hast du das gemacht? Ich war eine Zeit in der Army. Ja, aber da waren 4 von ihnen. Du warst allein. 4 Arschlöcher. Die wissen nicht, wie man kämpft. Los, raus hier, bevor sie wiederkommen. Okay. Kurz. Boah. Ich dachte immer, was passiert. Nein. Okay, Leute. Kommt zum Essen. Die Menschen brauchen dich. Auch wenn du es vielleicht noch nicht weißt. Komm schon, Jody. Los, hol dir auch was. Hey, ich habe sogar noch Schokolade als Nachtisch. Schokolade? Ich kann mich nicht mal erinnern, wie das Zeug ist. All die Menschen in der Gegenwart. Und all die Menschen in der Zukunft, die vielleicht noch kommen. Was ist hier passiert, Stan? Es gab einen Kampf. Ohne Jody würde ich immer noch da liegen. Ihr hättet sehen sollen. Das waren 4 Kerle.
wie ein echtes Ass. Angreifer Baby Jimmy. Wann kommt denn dein Baby? Nächsten Monat. Sie tritt schon seit Tagen nicht. Ich hoffe, es geht ihr gut. Du musst viel essen. Ihr Freund hat sie oft verprügelt. Er wollte kein Baby. Vermutlich hätte er sie umgebracht. Jimmy? Ist alles okay? Mir ist kalt. Mir ist so verflucht kalt. Rogen. Walter, wie bist du hier gelandet? Ich war mal Highschool-Lehrer. Und irgendwann da konnte ich mir die Raten nicht mehr leisten. Ich verlor mein Haus, den Job, alle Freunde. Tja, und hier war dann Endstation. Wie lange seid ihr schon hier? Die Brücke fand ich so vor ungefähr 6 Monaten. Traf hier Walter. Jimmy tauchte auf. Tuesday ist hier seit etwa 3 Wochen. Was ist mit dir, Jody? Du erzählst nicht viel von dir selbst. Wie bist du auf der Straße gelandet? Ich hab Sachen gemacht, die schlimm sind. Bis mir klar war, dass man mich benutzt. Ich weiß, das klingt jetzt wirklich seltsam. Aber ich kann Dinge. Macht mein Leben völlig kaputt. Du sagst, du kannst Dinge, Joey. Inwiefern? Wir probieren's. Schon seit meiner Geburt ist in meinem Leben diese Existenz. Sein Name ist Aiden. Er ist immer bei mir. Er ist auch jetzt hier. Scheint, als wäre Jimmy nicht der Einzige mit einem Drogenproblem. Ich wollte noch ein bisschen was über Tuesday erfahren, aber offenbar hatten wir nur begrenzte Fragen, die wir stellen durften. Und ich dachte, die Herren sind vielleicht, und die Damen sind ein bisschen aufgeschlossener vielleicht. Tuesday selber ist natürlich sehr, sehr skeptisch, das verstehe ich absolut. Da mache ich mir mehr Sorgen ums Baby, die sollte wirklich ein bisschen mehr essen. Im Krankenhaus kriegst du natürlich keine Versorgung, weil es die USA sind. Da muss man alles selber bezahlen. Krankenkasse, naja, haben die Herrschaften wahrscheinlich nicht wirklich. Soziales Netz auch nicht. Grüne Aura, der scheint vergiftet zu sein. Können wir ihm vielleicht helfen oder reinigen oder irgendwas? Heilen, wir können ihn heilen. Oh mein Jimmy. Es geht ihm wirklich nicht gut. Überall da, wo die Einstiche sind. Der Schmerz ist weg. Wie? Hast du das geschafft? Das Baby, vielleicht kann man das Baby heilen. Tuesday? Willst du wissen, wie es dem Baby geht? Gib mir deine Hände. Ich hoffe, es ist nicht zu spät.
Es ist okay. Woher weißt du das? Ich weiß es. Ich sehe sie. Was machst du? Vertrau mir. Oh weh, und wir können jetzt... Aber ist das rechtens, wenn wir das tun? Jody, alles klar? Stan, mein Lieber. Jody, lass das, das ist furchtbar. Es ist lange her, Stan. 4 lange Jahre. Nancy. Nancy. Das bist nicht du. Ich bin es wirklich, mein Lieber. Ich war niemals weg. Ich bin an deiner Seite und das für immer. Oh mein Gott. Bricht mir das Herz, du scheinst so verloren, so gebrochen. Es ist hart, Nancy. So hart. Ich bin nichts mehr ohne dich, meine Liebe. Vollkommen leer. Dein Leben ist noch nicht vorbei, Stan. Nichts wird jemals ändern, was wir zwei hatten. Aber du musst jetzt endlich weiterleben. Arbeite wieder. Verliebe dich. Sei bitte wieder glücklich. Für mich, Stan. Tu es für mich. Oh, ich vermisse dich. Oh Gott, ich vermisse dich so. Ein gottverdammtes Wunder. Jody? Danke. Tuesday, ist es... Die Wehen haben eingesetzt. Wir brauchen einen Arzt. Wir brauchen ein gottverdammtes Krankenhaus. Nein, nicht ins Krankenhaus. Sie nehmen mir mein Baby weg. Nein, niemand kriegt mein Baby. Hau dich um, Kleine. Wir haben gar nichts hier. Hier ist nicht mal ein Laken, heißes Wasser. Wir haben gar nichts. Mein Baby. Ich will nicht, dass mein Baby stirbt. Halt durch, ganz ruhig. Uns fällt was ein. Hey, Jimmy. Die Straße runter steht ein verlassenes Gebäude. Such einen Weg dort rein. Ich kümmere mich darum. Los. Walter, du setzt dich und bleibst hier bei Tuesday, okay? Jody, komm mit. Wir besorgen alles, was wir brauchen. Und du, Kleine. Warte mit deinem Baby, bis wir zurück sind, okay? Ich versuch's ja, aber ihr müsst euch verdammt beeilen! Hier ist gar nichts. Okay, wir folgen. Jody, komm ja, schon! Ja, Entschuldigung. Ich war gerade leider noch ein bisschen, abwesend. Okay, wir müssen uns wirklich beeilen. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Tut mir leid. Ich war gerade... Was sollen wir tun? Kennst du einen Arzt oder so? Nein. Wir haben auch nichts, um ihn bezahlen zu können. Also was machen wir dann?
Hör zu. Ich will für dieses Baby eine Chance in dieser verfluchten Welt. Das Kind braucht Wärme und es soll Windeln und ein Fläschchen haben und Kleidung, wie jeder andere normale Mensch auch. Ich lass nicht zu, dass es im Müll unter einer Brücke geboren wird. Okay, was ist dein Plan? Ich hab keinen. Aber uns fällt was ein, komm! Einbrechen, ernsthaft? This a new day. Make a move, doing things a new way. A new way. Cause this is our world, and this is our time. These are our plans, we're gonna let them shine. This is our place, in the human. Stop dreaming, no we won't stop dreaming. Look ahead, we can see forever. You and me doing it together. Light it up, we can be a million stars. Look at us, don't you see we've come so far. Yeah, we've come so far. This is our place in the human race. And we won't stop dreaming. No, we won't stop dreaming. This is our world. And this is our time. And these are our plans. We're gonna let them shine. This is our. In the human race, and we won't stop dreaming. No, we won't stop dreaming. We won't stop dreaming.